Willkommen zurück zu Nioh. Beim letzten Mal haben wir eine Zwielichtmission gemacht. Und heute düsen wir zur Burg Edo. Kelly hat die Tore von Burg Edo verschlossen. Wir müssen schnell einen anderen Weg hineinfinden. Das wird kein Vergnügen. Aber, verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Maßnahmen. Ja, und so gehen wir halt jetzt heute durch die Kanalisation. Jetzt habe ich den Text wieder nicht vorgelesen. Oh. Ja, Burg Edo. So, es gibt hier zum einen solche tollen Eimer und schon stinken wir, weil wir die kaputt gemacht haben. Und die ganze Kacke ist halt jetzt hier am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ja. Der stinkende Debuff, ich hab's ja in der letzten Folge schon mal erklärt. Ach, ich hab auch noch was vergessen, warte mal. Unvorbereitet wie immer. Wir gehen nochmal kurz zum Ausgangspunkt hier. Weil wir haben ja noch gar keine Sachen aufgefüllt hier. Pfeile und Co. So, warte. So, einmal Waffenschmied. Dieser Dialog haben wir auch noch. Kaufen. Fäule. Kann ich nicht mehr tragen. Rundenschloss. Okay. Handrohr. Okay. Hast du noch irgendwie was Tolles? Ich glaube nicht so. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz hier bei deinem Dingens. Ich habe eine Bitte an Muramasa. Wir wollen 10 Bilder mit Kunst bezahlen, ist nicht verkehrt. Und die Untergrenze erhöhen. So, dass wir halt nicht zu niedrigstufige Sachen halt herstellen. Gut. Dann hier kann ich nochmal ganz kurz hier auch mal wieder meine Frisur abändern. Und nehmen wir den hier. Und dazu wieder ein Fashion Bart. Matrosenschnitt. Ja, den nehmen wir. Okay, so. Wichtige Änderung. Nein, insbesondere eigentlich wegen Pfeil und Co. Weil die werde ich hier gebrauchen. So, können wir jetzt nochmal einen Text vorlesen. Die Stadt Edo in der Provinz Musashi war einst das Zentrum des Herrschaftsgebiets des Hojo-Clans in der Region Kanto. Ieyasu verlegte seine Operationsbasis hierher, nachdem der Clan 1590 ausgelöscht worden war. Die kleine Burgstadt weitete ihr Gebiet durch das Aufschütten von Flüssen und der Küste schnell aus, aber Ieyasus sparsames Wesen spiegelte sich im schlechten Zustand der Burg wider. Heute ist Edo deutlich besser bekannt unter seinem modernen Namen Tokio. Dam, dam, da. So. Also, zurück zu unserem Stinker-Debuff. Der sorgt dafür, dass wir schlechter heilen können, mehr Schaden kriegen durch verringerte Verteidigung. Und, ja. Wir wollen nicht stinken. Sei kein Stinker. Auch du da vorne. So. Dann gibt's hier diese. Instant stinkt die Buff. Es gibt hier die hier. Man kennt sie ja schon aus der Zwielichtmission. Die Wasserblobs jetzt nur in mit Dreckwasser. Sind auch feuerempfindlich. Und sie haben gerade eben eine Dunkkugel gedroppt. Dunkkugeln brauchen wir. Naja, wir können halt stinken beim Gegner halt verursachen. Total Töfte. Allerdings brauchen wir Dunkkugeln, insbesondere bei einem bestimmten NPC, für ein Achievement. Diese Dunkkugeln zu farmen dauert halt so circa eine Stunde, deswegen werde ich das jetzt hier im Let's Play auf jeden Fall nicht machen. Weil, naja, letztendlich kriegen wir halt einen tollen Helm dafür, der nicht mal toll ist. So, hier können wir hochgehen, tun wir jetzt aber nicht. Stattdessen gehen wir hier den anderen Weg. War hier nicht noch ein zweiter Block? Naja, kann man nichts machen. So. Gehen wir hier lang. Ist gleich auch verwirrend genug. Manako.
So, da haben wir einen von diesen lilanen Kristallen und einen von den Kriegern, die vor dem Kristall sind. Kristall kaputt. Typ vom Bann befreit. Subtidu. So, und unsere Axt, die wir jetzt dann neulich bekommen haben, macht ja anscheinend enorm Damage. Die macht mal eben so viel Schaden. So, immer wieder die Medizin ausspucken. Also wir heilen jetzt auf jeden Fall weniger, ist natürlich unschön. Aber ist halt jetzt erstmal so. Läuft natürlich auch von sich aus einfach aus. Schön halt, ne? Wir haben ja gerade gelesen, die Burg zerfällt, ist nicht in tollem Zustand, tralala. Und hier fallen halt auch einfach mal irgendwelche Bretter halt von der Decke, weil einfach das Holz so ganz morsch ist und so. Kann man dir helfen? Anscheinend nicht so. Manchmal gibt es hier so Wassereimer, mit denen können wir uns quasi waschen. Und da haben wir erstmal so einen Wasserbuff. Er sorgt dafür, dass wir erstmal immun sind gegen Stinken. Aber halt auch nur erstmal. Ja, hier wieder Wassereimer, Stinkereimer. Kann man schnell unterscheiden. Ne? Aber hier quillt kein Dreck raus, hier quillt Dreck raus. So, hier ist die Leiter, die wir vorhin hätten hochgehen können. Und hier war der Typ mit seinem Kristall. Ja, so, wir sind erfolgreich einmal rumgegangen. So. Geht. Geht ganz gut. Da müssen wir gleich lang. Wir haben jetzt auch schon den ersten Kodama eingesammelt. Hier nochmal Wasserbach holen. Wo habt ihr du? Shortcut öffnen. Hier geradeaus geht es weiter zu unserem Schrein. Ne? Für den Fall des Falles, dass ich sterbe. Habe ich nicht vor, aber es könnte natürlich sein. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. So ein paar, die hier irgendwie rumstehen und einen umballern wollen. Ich muss nur gucken, wo genau. Da hinten ist zum Beispiel einer. Okay. Das war jetzt immer so das Wichtigste. So, wir sehen es auf der Karte. Es gibt hier irgendwo wieder einen Kristall, der unter anderem hier in der Richtung irgendwo eine Person mitbefällt. Wir gehen jetzt immer auf den Yoki. Und hier nochmal Wasser mitnehmen. Damit wir den Gestank von uns weisen können. Jo. Läuft. Hier noch ein schöner Kodama. Nehmen wir mit. Wer bist du? Ja, kommen Sie mal mit hier. Jo. Boah, Alter. Mal Elixier kann man nehmen hier. Oh shit. So, jetzt haben wir Zeit für dich. Easy. Gar kein Problem. So, noch ein Wassereimer habe ich jetzt hier nicht, ne? Nee. Na gut, dann müssen wir immer mit dem Stinker-Debuff leben. Wenn wir halt raus sind, dann klingt der relativ schnell ab. Relativ. Ja, wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir zu einem Depot, der... ja, besessen ist, unter Einfluss steht von diesen komischen Lederkristallen.
Muss nicht sein. Ich meine, wir töten sie nicht. Wir bringen sie quasi wieder zu Verstand, wenn wir die umhauen. So. Aber muss ja nicht sein. Wir können es uns ja einfach machen. Au. So, hier noch ein Kodama. Kommen Sie mal mit. Ich brauche ich nicht. Okay. Hier oben geht es halt dann gleich richtig weiter. Da liegt noch ein Gegenstand, nehmen wir kurz mit. Nur irgendwelche Fäustlinge. So, jetzt können wir mal hier lang gehen. Irgendwo hier wäre der Typ normalerweise gewesen. Ja, wir haben da so eine verarschte Truhe. Oh, guck mal, Wassereimer. Cool. Es geht zum Glück nicht die ganze Karte so. Zum Glück. So, dann pfeifen wir. Ja, du Pfeife. So, herausfordern. Okay, passt. Läuft. Er will auch nur sein Spiel mit uns spielen. Was haben wir denn hier hinten? Ah ja. Einen tollen Schleim. Er mal daneben werfen. Like him up. Au. Schlammmann-Töter. Hast dann, hast dann. So. Da haben wir auch alles, was es in der Ecke gibt, ne? Hoffe ja. Mal waschen. Und weiter geht's. Jetzt können wir den eigentlichen Weg weitergehen. Ich meine, wir haben jetzt alles. So. Ja, machen wir hier. Dummkugeln. Vorne. Dann haben wir den zweiten Schrein dieser Mission. Kommen wir auch direkt ran. Level Up ist aber noch nicht drin, ne? Ne, erst bei 215. Ja, nee, das kriege ich jetzt erstmal nicht zusammen. Hier vorne ist eine Tür. Onoshi, koko toritai no ka? So da no? Washi ni kusodama o tanto kuretara, kangaete yaranne mo nai zo. Das ist der Typ, für den wir die Dummkugeln brauchen, und wenn er also um die 30 davon abgegeben hast, dann, man kann immer nur 5 abgeben, egal wie viel du hast. Du kannst immer nur 5 abgeben. Ich glaube, wenn wir 10 abgegeben haben, dann öffnet er einem schon mal die Tür, was schon mal vom Vorteil wäre. So, jetzt haben wir nur noch eine. Also er würde einem zum einen die Tür öffnen, was halt ein Shortcut wäre. Aber wenn wir 30 abgegeben haben, gibt es halt zum einen einen Erfolg. Und oder eine Trophäe oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite gibt es dann seinen Helm, der einem mehr Glück bringt und so einen Dreck. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil der Burg, nachdem wir uns jetzt durch die Kanalisation gekämpft haben. Da oben haben wir wieder so einen tollen Kristall. Müssen wir jetzt auch so ein bisschen aufpassen.
Naja. Wurde anscheinend gesehen. Ah, okay, das ist der da hinten nur. Das ist halb so wild. Und natürlich ist es hier auch so, die heilen sich halt durch die Macht des Kristalls. So, wenn ich ihn umbringe, bringe ich ihn nicht um, sondern es nur wieder bei Sinn. Klingt komisch, ist aber so. So. Au. Halb so wild. So, hier haben wir ein tolles Grab. Machen wir den mal platt. An den Kristall kommen wir auch relativ zügig gleich ran. Wenn ich hier mal weiterspielen darf, danke. Manchmal, ne? Manchmal. So. Dann gehen wir mal hier oben hoch. Und dann einfach nur hier vorne durch. Egal, ob der mich jetzt da gesehen hat oder nicht. Das ist mir relativ schnurz. Weg ist es. Meine Axt ist auch so stark, dass die Kristalle mit zwei Schlägen weg sind. Das ist der Hammer. Sonst brauchst du halt locker drei Schläge. Aber dass wir beim letzten Mal so eine krasse Axt gefunden haben. Haben wir natürlich halt schon einen gewissen Vorteil. So, hier. Kommt sie mal mit. Komm, komm. Au. Oh. Das war ein falsches Kommen. So. Ich mach mal auch kurz platt. Hier vorne durch die Tür geht es durch einen kleinen Zwischenboss. Da kommen wir gleich zu. Erstmal müssen wir hier oben ein bisschen lang. Ah, von hier aus kriege ich noch niemanden geärgert, okay. Aber ihn hier kriege ich geärgert. Kann ich ärgern? Hier, fang mal mit deinem Gesicht hier auf. Danke. Ich brauche ihn nicht. Weil, komm, wir nehmen ihn. Einfach nur, weil er Arr heißt. Oh. Zappelt ein bisschen. Hier vorne noch so ein kleines Skelett. Gut ist es. So, und hier kann man eine Leiter runterkriegen. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt nicht irgendwie der super duper Shortcut. Aber es ist da. So. Weiter. Weiter, weiter ins Verderben. So, hier gehen wir auch direkt hoch. Jo, haben wir eine Stinkebombe abgekriegt. Der ist weg. Kodama nehmen wir mit. Ihr seht, diese Kristalle kann man theoretisch hier schon wegschießen.
Aber jetzt erstmal nicht so. Ja, halt, stopp, nicht so schnell. Easy. So, was haben wir hier Schönes drin? Hat sich vielleicht nicht gelohnt. Passiert. Ja, dich machen wir platt. Was mit dir? Nee, dich nicht. Aber dich. Okay. Dann gehen wir mal zum Zwischenboss. Der ist super easy, weil wir gar nicht groß gegen ihn kämpfen. Aber das sehen wir ja gleich. Immer Tür auf. Ihr seht es, ne? Er ist auch übernommen von vielen euren Kristallen. Er interessiert uns aber gar nicht. So, er macht was heilen. Weg mit dem Kristall. Jo, hast einen tollen Stein geschmissen, ha. Das war's. Da fällt er um. Easy Boss Fight. Hey, you're not the one who's at fault here. Sobekashi, Ayakashi には歯が立たぬ。三河武士とて同じこと。ここは貴殿だけが頼りじゃ。Okay. Ja, jetzt geht's halt noch weiter. Aber erstmal wollen wir hier Sachen aufsammeln. Weil ich es kann. Man hätte den jetzt auch bezwingen können und auch mit Verlangsamung und so, ne? Also statt auf die Kristalle zu gehen, einfach so direkt halt auf ihn. Wäre machbar, gar keine Frage. Aber warum umständlich, wenn es so einfach geht? Und jetzt wahrscheinlich auch einfach anders gedacht ist. So, zu diesem Kristall wollen wir hin. Machen wir auch. Da müssen wir nämlich nicht gegen die ganzen anderen Beppos hier kämpfen. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Weil die Burg hier ist so halbwegs voll mit den ganzen Soldaten. Boah, hey, die machst du mir so einfach wie möglich. So. Und wir sind auch schon in der Nähe vom Endboss. Also mehr oder weniger in der Nähe. Dann hier alles öffnen. Und die Soldaten können tatsächlich teils echt übelst reinhauen. Mag ich nicht. So, du bist uninteressant. Du bist interessant. Dich nehmen wir. Okay. Nix. Das ist nichts Wichtiges. Erstmal hier die Umgebung zerstören, damit ich halt weiß, wo ich war. Hier sind auch noch Kisten. Könnte hier was Tolles drin sein.
ein Moment-Talisman, ne? So, Moment, ich muss immer zurück. Ne, das waren die Heimwegdinger, ne? Ja. Ich benutze sie tatsächlich zu selten. So, bevor ich hochgehe. Wollte ich hier nochmal gucken. Ob man hier irgendwo dort runterkommt, wo der Dung-Typ ist, der Sammler. Guck mal, hier liegt auch noch was. Denn letztendlich kommt man hier über irgendeine Leiter dann raus. Hoch. Runter. Irgendwie so. Ist noch nicht wo. Irgendwo halt hier. Irgendwo auf dieser Ebene. Aber hast du nicht genug Dung gesammelt? Ich meine, im Laufe des Spiels werden wir wahrscheinlich genug Dung sammeln. Und weil dann nochmal hingehen, ist so ein anderes Ding. Da ist die Leiter. 10.000 Mal umherirren. Geht das. So. Da ist der Typ. Guten Hallo. Ja, dann. Dunkelkugeln gegeben. Wir haben jetzt gerade 2 Stück wieder eingesammelt. Wir haben insgesamt 3, okay. Und wir brauchen natürlich noch mehr. Wie soll es auch anders sein? So, ich glaube, wir können auch von dieser Seite aus einfach so die Tür öffnen. Gar kein Problem. Ich glaube, bei 10 hätte er es uns selbst gegeben. So, und dann gehen wir wieder hoch. Stinkend, wie wir sind. So, und jetzt kommen wir in die nächsten Etagen. Dann jetzt auch gleich hoch. Wow. Ja, der hat uns auseinandergenommen. Ist in Ordnung, kein Mitleben. Das ist ja nicht so weit vom Dingens weg. Insbesondere, weil ich kann jetzt hier diesen Shortcut nehmen. Das ist ja quasi schon direkt hier vorne. Wir müssen jetzt ja auch nicht unbedingt den Gegner jetzt dadurch jetzt normal töten oder so. So, dann suchen wir halt einen Weg hoch. Oh, da nehmen wir noch. Ich hätte zwar gerne die Axt für den Typen gehabt, aber hey, man kann nicht alles haben, ne? So. Wo war denn jetzt die Treppe? Dezent irgendwie verwirrend aufgebaut, obwohl das eigentlich gar nicht so den Eindruck macht. Warte, war ich hinter der Treppe schon? Ja, doch, hier waren wir auch schon, okay. So, dann mal hoch hier. Hier haben wir auch nochmal einen Kristall, den wir entfernen müssen. Und was ich auch wirklich wärmstens empfehle. Gegen ihn hier wollen wir hier nicht kämpfen. Enger Gang, er hat eine starke Axt. Mag ich nicht. Meine Axt ist zwar stärker, aber trotzdem mag ich nicht. So, okay, hallo. Hier. Nein, ganz knapp. Das kommt davon. Wenn man halt wirklich einfach nur durchpreschen will. Aber ich mache das jetzt trotzdem nochmal. Zum einen, weil da auch mein Zeug vorne liegt und die Gefahr groß ist, dass ich unbedingt dahin einfach im Kampf gegen einen der anderen Mippos sterbe. Deswegen, nein.
Oh, komm, hau da drauf, es ist doch nicht wahr. Er haut alles andere, aber nicht auf den Scheißkristall. Wie man dumm stirbt mit Mammut-LP. Das kriegen wir hin. Ja, keine Frage. Frage ist halt nur, wie viele Versuche dauert das? Wenn ich jetzt natürlich meine Amrita dadurch verliere. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt an ihm versuche vorbeizurennen, geht natürlich. Aber gleichzeitig ist mir das auch zu riskant. Alter. Alter. Dann werde ich aggressiv, werde ich da. Aggressiv und ungeduldig. Zigmal habe ich das schon jetzt so gemacht. Also zigmal ist jetzt übertrieben, aber die paar Male, wo ich das dann durchgespielt habe, ne? Ha, geht doch. Meine Fresse. Was war jetzt daran so schwer? Hä? Mann, hier. Kacke. Okay. Weiß gar nicht, wie es aktuell um unseren Kodama-Stand geht, steht. Aber vor dem Bossfight haben wir auf jeden Fall nochmal einen Schrein. Und gucken wir mal, wie weit wir sind. Also ein Kodama weiß ich, der kommt gegen Ende. Aber eins am Mann. Erstmal Ebene für Ebene hier klar machen. Eine edle Dunkelkugel, die hat ein bisschen mehr Wert als typische Dunkelkugeln. Die hat mehr Wert. Hier ist der Gang, wo wir beim Axttypen waren. Okay, du bist uninteressant. Hat sich nicht mal das Warten gelohnt hier. Und hallo. Hier können wir auch einen kleinen Shortcut öffnen, den man nicht braucht. Hier sind wir hier, wo wir gegen den anderen Typen gekämpft haben. Namen schon wieder vergessen haben, so kurz vor der Kampf. Immer durch alles durchrollen. So. Jetzt sind wir trotzdem wieder in dem zentralen Anwesen hier. Nur von der anderen Seite oder so. So, hier ist die Leiter, wo wir hochgehen können und sollen. Ja. Wir haben auch eine Treppe, über die wir hochgehen können, aber wir nehmen hier einfach die Leiter.
Das lief nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn da einfach one-hitte oder so. Mit meinem aufgeladenen Schlag. Aber sehen wir halt auch, ne, wie gefährlich so ein träger Schlag einfach ist. Denkst du, kannst du damit was machen? Pustekuchen. Hier ist 30. Raikiri. Wuppdidu. Lassen das. Okay. Hier eine tolle Tür. Hier ein tolles Item. Ich glaube, hier bei der Treppe müsste ein Yoki noch sein. Dann sehen wir schon unseren Schrein. Okay, dann war hier der Typ, der mich anschießen wollte. Das ist ein Skelett. Ich nehme mal mit. Das ist der Yoki an der Treppe, von dem ich gerade so ein Bild im Kopf hatte. So, hier vorne ist Emma, der letzte Kodama, den ich hier direkt im Kopf habe. Und wir haben alle. Okay, das ist super. Da muss ich nicht nochmal hier durch das halbe Schloss hindurch. Das ist super. So, hier vorne geht's zum Boss. Hier vorne müsste es zum Schrein gehen. Da werden wir auch auf jeden Fall erstmal gleich hier was skillen. Aber müsste hier auch noch. Einer von diesen Fake-Wänden geben. Ach da. Hier. Gibt uns natürlich dann kein Loot, aber ey. So, hier wäre das gewesen. Okay. So, dann gehen wir an den Schrein ran. Ein Level-Up sollte drin sein. Mehr leider nicht. Ja. Außer. Nee, wir kriegen keine 100.000 zusammen. So, wir wollen auf jeden Fall noch einen Geschicklichkeitsskill, damit wir auch die letzte Dojo-Mission dann noch machen können. So. Und dann gehen wir zum Boss. Guck nochmal, sicherheitshalber. Also 100.000 kriegen wir definitiv nicht zusammen. Ist aber auch nicht schlimm. So, wir wechseln auf die schnelle Haltung. Und dann gehen wir rein. Na toll, sie ist auch besessen. Aua. Ist ja gut. So, er war verlangsamen. Alter. Okay, so zur schnellen Haltung heute. Die wirft halt auch gerne mit ihren Schurikens und. Muss aber nicht sein. Hier, komm, mach nochmal eine Verlangsamung. Bist noch nicht langsam genug. Mammut schlägt Frauen, so weit ist es halt. So. Von der Verlangsamung nachholen hier. Zack. Ihr seht, Verlangsamung in dem Spiel ist einfach ziemlich overpowered, finde ich. Merken wir auch bei uns selbst, bei dem einen Tengu mit der anderen Bandagendame dazu. Das ist schon unangenehm.
Easy. Gar kein Problem. First try. War noch nicht mal ansatzweise knapp. Hier hat er nicht mal was gemacht, groß. Ja, dann beenden wir das Ganze mal. Wake up. Da geht doch was. Why hello there. Where is Sosha? This spirit is a remarkable servant. What? So you don't want to Dam-dam-da. Okay. Jo, das haben wir. Kalei muss vorgetäuscht haben, dass er es auf Fürst Iyasu abgesehen hat. Um uns nach Osten zu locken und Zeit für das Aufstellen einer Armee zu gewinnen. Und wir sind darauf reingefallen. Ja, vollends. Kann man nichts machen. So, neue Zwielichtmission freigeschaltet. Aber, ja, an dieser Stelle machen wir dann weiter in der nächsten Folge von Neo. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.